Wenn ich diese Jugendlichen treffe, diese No Future, und ich will ja gar nichts mehr, gibt mir alles auf die Nerven, ich hasse diese Gesellschaft, ich will damit nichts zu tun haben, ich werde nie Steuern zahlen, lasst mich in Ruhe, ich will chillen, ja? Denke ich mir, verdammt nochmal, es war einmal ein kleiner Bub, ein kleines Mädchen mit einem Portfolio, mit einer grundsätzlichen Möglichkeit, was ist da schiefgelaufen? Beim Durchfechter-Podcast. In unserer 7. Episode erklärt die Österreicherin Martina Leibovici-Mühlberger eindringlich, warum sich immer mehr Kinder und Jugendliche im Stich gelassen fühlen. Von den Eltern, Lehrkräften, aber auch unserer Gesellschaft insgesamt. Leibovici-Mühlberger ist Gynäkologin und Psychotherapeutin. Das Leid vieler Kinder erfährt sie tagtäglich in ihrer Praxis in Wien, aus erster Hand also. Und das geht nicht spurlos an ihr vorbei. Sie will mehr tun gegen die blinden Flecken, die die Bildungs- und Erziehungsarbeit in Österreich, aber auch genauso in Deutschland, so schwer und düster machen. Die Ärztin weiß, vieles davon spielt sich im kollektiven Unbewussten ab. Heute ist Martina Leibovici-Mühlberger in europäischen Erziehungs- und Bildungsdebatten eine laute Stimme, die aufrüttelt und Taten einfordert. Woher sie die Kraft für all das nimmt, hört selbst. Martina Leibovici-Mühlberger. Es macht mich maßlos zornig, dass wir Kindheit kommerzialisieren, an Kindern verdienen, Eltern vorspiegeln, dass es um das Wohl ihrer Kinder ginge und um die Talenteförderung ihrer Kinder ginge und darum ginge, freie, selbstbestimmte, ihre Fähigkeiten in maximale Blüte bringende junge Menschen ginge. Und in Wirklichkeit produzieren wir zunehmend junge Menschen, die tief frustriert sind, die weder am Wirtschaftskreislauf noch wirklich substanziell am Lebenskreislauf teilnehmen wollen, die sich reduzieren auf ein, möchte man fast sagen, Pflanzenstadium dann und die frustriert sind. Und dort geht es mir schlecht, wenn ich solche jungen Menschen treffe, die ein psychosoziales Burnout haben mit 17, die mir gegenüber sitzen und an nichts glauben, keine Freude haben, wo sie keine gestaltende Kraft des jungen Menschen, keinen Aufbruch spüren, nicht die Bereitschaft spüren, den Auftrag, den die nächste Generation hat, nimm und gestalte das, was du erbst und führe es weiter, die wollen das nicht dann nehmen. Ich schaue in Gesichter, da schauen mir Augen von 80-Jährigen entgegen und das halte ich nicht aus. Das macht mir die große Problematik dabei und ich weiß, dass dahinter Leiden steckt und dass dahinter eigentlich in diesem Organismus, und ich sehe das vielleicht auch biologisch, weil ich Ärztin bin ja ein Stück, dass in diesem Organismus einfach biologisch der Imperativ zum Gestalten drinnen steckt. Und es ist nicht nur die Familie dieses Kindes jetzt verantwortlich zu machen, sondern es sind wir alle. Es ist ein Gesellschaftssystem, das keine Matten eingezogen hat, um ehrlich hier zu schauen und ehrlich zu unterstützen, das in seinen Institutionen nicht den Geist wehen hat, um das aufzufangen in Wirklichkeit. Darum plädiere ich eben darauf, wir brauchen dieses neue Mindset des Homo sapiens socialis. Es geht uns alle an. Wir können auch nicht in der Kita, wenn wir da ein auffälliges Kind haben, sagen, naja, okay, diese Familie, die ist sozial schwach, da kümmert sich nicht die Mutter, da ist gerade Scheidung, ach, ein armes Kind, aber was sollen wir tun? Ne? Und das natürlich, dieses Kind kann nicht für sich eintreten. Hier müssen wir gegensteuern, hier müssen wir gegenregulieren. Und zwar das ganze System der Familie unterstützend, dass das wieder positive Fahrt aufnehmen kann. Dann produzieren wir diese Jugendlichen nicht.
Ich bin ja im Grundberuf Ärztin, praktische Ärztin und Gynäkologin. Und ich hatte vor, ein großes Frauengesundheitszentrum, Psychosomatik, sanfte Geburt mit ein paar Freunden gemeinsam zu eröffnen. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und in der Woche, als wir da für die Immobilie unterschreiben sollten, habe ich das dritte Mal mit fast 40 einen positiven Schwangerschaftstest gehabt und habe mir gedacht, na super, weil so ein Projekt, das sind 60 Stunden Arbeit. Ich habe schon zwei Kinder. Das kann ich jetzt nicht machen. Und in der Zeit sind die ersten Ritzerkinder aufgetreten bei uns, die sich so selbst verletzen. Und von dem Punkt an bin ich in diese Prophylaxe gekommen, Elternbildung, Erziehungsberatung. Wir hatten damals in Deutschland, Österreich eigentlich nichts, auch nicht in der Schweiz. Habe mir das in Amerika angeschaut und habe dann irgendwann gesagt, na, wenn es das nicht gibt, dann machen wir es. Und habe hier in Österreich, weil ich halt hier in Wien lebe, begonnen, die AG Erziehungsberatung einfach aufzusetzen als Ausbildungsinstitut für Pädagogen, Sozialarbeiter, um dieses Thema Elternbildung als Präventivmaßnahme und Erziehungsberatung voranzutreiben. Daraus ist halt entstanden, dass wir jetzt in Wien, in Linz, in Graz, in Villach und auch in Innsbruck sind und da einen fünfsemestrigen Lehrgang haben für elternbildende Erziehungsberater. Das hat begonnen, sage ich Ihnen, als Hobby. Alle haben gesagt, hast du bist 40, fang an zum Golf spielen, das machen alle. Und ich habe gesagt, na, das mache ich sicher nicht. Und ich mache lieber das. Ja, und aus dem Hobby ist der Beruf geworden. Das hat mich dann aufgesagt. Ich bin dann in die Working Group on the Quality of Childhood, auch im EU-Parlament gekommen, dann eben diesen Auftrag bekommen, für die Botin Foundation eben dabei zu sein in dieser Schulentwicklung 5 Jahre, daneben das Institut, daneben die psychotherapeutische Praxis. Das Leben hat mich dort hineingeweht. Ich erkenne es als meinen Dienst, sage ich mal so, der mein Leben widerspiegelt, in dem Ausmaß, dass ich nur sagen kann, ja, ich will es tun. Und insofern hebt sich dort die Definition der Arbeit, wie sie uns als Mühsal und Plage aufsozialisiert wird, was ja ein furchtbarer Blödsinn ist, vollkommen auf. Und ich habe das Privileg gehabt, muss ich jetzt sagen, ein paar Mal akute Lebensbedrohung zu erleben und nicht zu sterben und einmal eine protrahierte Lebensbedrohung über einen langen Zeitraum erleben zu dürfen, sage ich heute, obwohl das eine furchtbare Zeit war, damals im Erleben, weil ich ja noch recht jung war. Mein erstes Kind war erst nicht einmal 2 Jahre und es hat geheißen, ich werde sterben. Mit einer absoluten Sicherheit ist mir das diagnostisch vermittelt worden damals und ich war selber Ärztin, nicht? Also im Fachgespräch ist man ja miteinander sehr viel rauer im Umgang. Und es war auch aus der naturwissenschaftlichen Idee heraus vollkommen nachvollziehbar und logisch. Und ich habe einen, sage ich jetzt einmal, gut halben Jahreskreis bis dreiviertel Jahreskreis, bis ich Vertrauen wieder gefunden habe, dass ich leben werde, damals mit dem Bewusstsein durchschritten, es ist das letzte Mal, dass ich im Frühling die Blätter sehe, wie sie kommen aus diesen Kahlnästen. Und das ist eine ganz spezifische Qualität, die mich auch heute noch berührt. Ja. Und die trage ich in mir, diese Qualität, und die macht mich auch wiederum leicht, wenn mich jemand angreift. Und die macht mich auch leicht, und wenn etwas nicht gelingt, gleich auf Anhieb, und die macht mich auch am Boden bleibend, wenn etwas sehr gut gelingt oder mich jemand besonders lobt, dass ich nicht abhebe oder selbstgefällig werde, weil ich mir denke, es ist im Spiegel unserer realen Existenz. Bist du Diener? Kannst du Diener sein? Darfst du dich freuen, wenn etwas positiv läuft? Und musst du es akzeptieren, wenn etwas nicht läuft, es ist nicht das Ende, dann steh auf und probier es anders oder nochmal. Ja. Und darum sage ich heute, ich hatte das Privileg, durch so eine Erfahrung gehen zu dürfen, denn das vermittelt einem viel Einsicht, gibt einem sehr viel Kraft auch und Weisheit, obwohl es eine furchtbare Periode war. Ich habe damals meine weißen Haare mit 34 schon bekommen.
Eltern haben durchschnittlich 1,4 Projektkinder heute. Und das meine ich nicht zynisch, sondern Eltern stehen heute gesellschaftlich unter ganz hohem Druck, es richtig machen zu müssen auch. Es gibt Benchmarks, die fangen an vom Babyschwimmen, das man unbedingt besucht haben muss, um eine gute Mutter oder guter Vater zu sein. Über den richtigen originellen Namen bis in die musikalische Frühförderung, den Rhetorikkurs beim Vierjährigen, die Sprachförderung mit möglichst 3 Fremdsprachen. Nichts darf man verpassen, alles muss man dem Kind bieten. Ja, sonst ist man schuld, dass aus diesem Kind nicht sein Talent gehoben wird. Und das hat sich deswegen auch so entwickelt, weil wir, und das ist etwas sehr Böses, wir als Gesellschaft entdeckt haben, dass man die Phase Kindheit unwahrscheinlich gut kommerzialisieren kann. Denn Kinder sind ihren Eltern und Großeltern unwahrscheinlich wichtig. Sie kommen ja nicht mehr so häufig, wie gesagt, vor. Und wenn man jetzt Eltern suggeriert, dass sie all das machen müssen, was man ihnen verkauft, bitte mit Rufzeichen, und das kostet viel Geld, dann kann man hier einerseits ein Produkt Kindheit und rundherum damit viele kleine Subprodukte gut verkaufen, viel Geld daran verdienen. Und das führt aber auf der anderen Seite dazu, dass mit der Haltung, wir wollen, dass aus unserem Kind ein freier, selbstbestimmter Mensch wird. Und das klingt doch gut, das wollen wir ja alle, nicht? Das wollte ich für meine 4 Kinder auch. Aber dass damit gleichzeitig verkauft wird, das Kind muss der Taktgeber sein. Wir Eltern treten heute in eine Steigbügelhalter, Kumpel, Freundschaftsrolle. Das schmeichelt wieder uns, weil in unserer Gesellschaft müssen wir alle jung bleiben, ewig jung bleiben. Und als Kumpel meines 15-jährigen Sohns oder meiner 14-jährigen Tochter kann ich mich selber viel jünger fühlen, als ich bin. Also das hat schon was Verführerisches für beide. Und die Rückdelegierung von Verantwortung an das Kind klingt ja auch fein deswegen, weil ich dann wahrscheinlich keinen Zoff habe mit meinem Kind. Und ich kann mich sogar sondern im Kreis meiner Freundinnen und sagen, also mein Jakob, mit dem, der macht eigentlich, der entscheidet eigentlich alles allein, der ist schon so erwachsen. Ja, das klingt auch wieder gut, nicht? Also hier kommt es zu einer Verschraubung von Benchmarks der Gesellschaft und Sozialmechanik und neuen Freiheitsbildern, die wir haben. Was aber passiert ist, dass die Kinder sehr allein gelassen sind und früh als Erwachsene angesprochen werden und damit enorm überfordert werden und nicht die Ruhe entsteht, die notwendig ist, um Ausdauer zum Beispiel zu entwickeln. Und viele Kompetenzen kann ich erst erlernen, wenn ich Übung hinein investiere und Ausdauer entwickle. Und so entwickeln diese Kinder das nicht, sondern sie bleiben auf der Ebene des vordergründigen Spaß. Denn sie wissen ja, wir leben ja auch in einer Spaßgesellschaft. Es soll alles Spaß machen. Wenn es dir nicht mehr Spaß macht, dann lass es und mach lieber was anderes. Wenn du nach 3 Monaten feststellst, die Gitarre macht dir keinen Spaß mehr, mein lieber Sohn, dann kaufen wir vielleicht lieber ein Schlagzeug, weil vielleicht macht dir das mehr Spaß. Was wir aber nicht erreichen, ist, dass wir durch Übung, Geläufigkeit und damit auch Ausdrucksfähigkeit zur Freude kommen. Das entwickeln diese Kinder auch nicht. Und sie entwickeln all diese Grundkompetenzen, die Konstanz, Konsequenz, Ausdauer, Zuverlässigkeit, Bedeuten, Pünktlichkeit, all diese alten Sekundärtugenden, nur mehr mangelhaft. Und das fällt ihnen aber dann im Schulsystem auf den Kopf. Denn dort begegnen sie schon der hinter der Spaßgesellschaft lauernden Leistungs- und Steigerungsgesellschaft. In Österreich hat vor 2 Jahren eine Direktorin einer Schule einen heroischen Saga losgelassen und gemeint, dass sie für 20% ihrer Schüler keine Chance sieht, dass sie je in einem Arbeitsprozess sich festhalten werden können. Und das ist ja doch extrem bedenklich, nicht? Wenn ich jetzt überlege, dass ich Schulabgänger produziere, die nicht mehr autonomiefähig sind, denen es nicht gelingt, selbstständig, eigenständig ein eigenes Leben zu strukturieren und zu wirtschaftlich auch zu finanzieren, dann wird mir sehr mulmig. Und
diese Tyrannenkinder sind das, was man früher genannt hat, böse Kinder oder schlimme Kinder. Dann sagt man verhaltensauffällige oder verhaltensoriginelle. Und jetzt nennt man sie emotional variable Kinder. Es sind auf jeden Fall Kinder, die schwer zu führen sind, sehr oppositionell wirken, Grenzen schlecht respektieren können, weil sie nicht Führung bekommen haben, sind aber auch gleichzeitig enorm sensitive und sensible Kinder mit hohem Gerechtigkeitsgefühl und Gespür, die eben all diese schon angesprochenen Anachronismen unserer Gesellschaft stark spüren, die einfach dieses Wir werden als Kindergeneration im Stich gelassen in unserer Erziehung und in unserem Bildungsprozess. Wir werden hier in Wirklichkeit in dieser Konsumdoktrin einer neoliberalen Psychopolitik alleine gelassen und sind in Wirklichkeit die Verlierer. Diese Kinder können das nicht so ausdrücken, wie ich es jetzt gesagt habe, aber sie drücken es mit ihrem Verhalten, dieser Oppositionalität, dieser Rebellion, dieser Leistungsverweigerung in diesem System aus. Und ich kann Ihnen sagen, dass wenn Sie diese Kinder, und manchmal sind es ja dann schon Jugendliche, wenn ich sie therapeutisch kennenlerne, wenn sie diesen Kindern sich auf sie einlassen und ihnen Perspektive geben, im Sinne des, wir müssen diese Gesellschaft umbauen, so gehören die zu den Besten. Die können unwahrscheinliche Energien in Wirklichkeit mobilisieren, wenn man ihnen durch dieses Tal des Selbststrukturierungsmangels, den sie in der Kindheit durch mannigfache biografische Problematiken aufgebaut haben, durchhilft. Das ist mein Anliegen, das ist auch das Anliegen des großen Sozialprojekts in der Toskana, das wir machen. Es ist ein Versuch, einen kleinen Beitrag hier zu setzen. Ich bin kein Gigant, kein Wirtschaftsgigant. Ich kann es nicht anders tun, als mit meinem Institut, mit unserem Verein, dem Österreichischen Bundesverband für Erziehungsberatung. Und wir hoffen, dass wir anhand dieses Beispiels, der School of Life, wie wir sie aufsetzen in der Toskana, zeigen können, dass es möglich ist, mit diesen, für diese jungen Menschen, die sagen, ich will gar nichts mehr, nur mehr mit meinem Laptop am Pizzakarton und möglichst einem Bankomaten in friedlicher Symbiose dahin vegetieren, dass man in diesen jungen Menschen gerade ein tolles Potenzial heben kann. Das ist der Versuch, es zu beweisen, um letztendlich andere zu motivieren, dass hier endlich Mechanismen entstehen für diese jungen Menschen. Wir haben einen defizitorientierten Blick, auch wenn wir das Gegenteil behaupten, auch wenn wir unsere Schulen und Kindergärten behübschen, aber im Mindset schauen wir auf das halbleere Glas. Denn die Schule war noch nie so wichtig, wie sie heute ist. Paradoxerweise war sie noch nie so wenig respektiert und geachtet, wie sie heute wird. Und Schule hatte noch nie so viele Aufgaben, wie sie heute hat, die sie über die Hintertreppe hineingeschoben bekommen hat, die Pädagogen wie Christbäume behängt, die sie unbedankt und ungesehen und oft von ihnen selber nicht einmal reflektiert auszuführen haben. Und nicht umsonst haben wir so hohe Burnout-Raten auch bei Pädagogen. Wir haben in Österreich eine durchläufige Kultur und in Deutschland ist es, glaube ich, soweit ich es überblicke, nicht viel anders, des Lehrer-Bashings als Sport entwickelt. Es ist undenkbar im skandinavischen Bereich, nicht? Hier ist Lehrer und ich leite selber ein Ausbildungsinstitut, in dem zu einem hohen Prozentsatz Pädagogen unsere Ausbildungskandidaten sind, die sich dann oft schämen, zuzugeben, dass sie Pädagogen sind oder sagen, in der Öffentlichkeit sage ich gar nicht mehr, dass ich Lehrer bin, sonst werde ich gleich abfällig behandelt, nicht? Seine gesellschaftliche Grundkulturhaltung heute dem Lehrer gegenüber, die haben sie im skandinavischen Bereich natürlich nicht, denn dort ist klar, der Lehrer ist eine zu respektierende, wertzuschätzende, ganz wichtige Position in der Gesellschaft, ein Gesellschaftsarbeiter ersten Ranges und daraus folgt,
Er wird hoch wertgeschätzt und es werden auch nur die besten Lehrer natürlich. Ja, denn die Aufnahmeverfahren sind entsprechend auch strukturiert und konturiert, dass wir eben auch sagen, wenn du Lehrer werden möchtest, wenn du dich mit dem Wichtigsten unserer Gesellschaft auseinandersetzt, mit den Kindern und mit der Zukunft unserer Gesellschaft, dann musst du gewisse Grundkompetenzen hier einbringen. Und die sind jetzt wiederum nicht unbedingt darin, dass ich ein Maturazeugnis lauter Einsen haben muss im Abitur, sondern ein spezifisches auf den guten Lehrer, und das ist vor allem ein Beziehungsarbeiter, ausgerichtetes Kompetenzprofil, das hier selektiert wird. Diese Art von Mindset haben wir nicht in Österreich und haben wir auch nicht in Deutschland bei der Aufnahme derer, die einmal in der Zukunft jetzt 30 oder 40 Jahre unsere Kinder formen werden. Das muss man sich mal überlegen. Es ist eine gefährliche Absurdität, wenn Sie mich fragen. Eine hochgefährliche, hochbrisante Absurdität. Es ist schwierig zu fassen, weil es sich im kollektiven Unbewussten abspielt, ja, weil wir hier an Themen kratzen, die Menschen oft gar nicht fähig sind zu verbalisieren. Ja. Da geht es um Identitätsbilder, um Glaubensgrundsätze, um Überzeugungen, um gewachsene Traditionen. Die Schule aus dieser Autoritätskultur, die eben gleichrichtet, die eigentlich die idealen Kadetten im Grundgeist erzeugen sollte, das weht nach, ohne dass wir es spüren. Und wir verleugnen diese Dinge oft. Also hier braucht es einfach sehr viel Arbeit durch Leitpersonen, die wirklich in allererster Linie sehr reflektiert sein müssen, sehr offen sein müssen, den Austausch einfach mit besser funktionierenden, zukunftsorientierteren Schulsystemen bereitwillig pflegen können und die dann auch noch das Portfolio bekommen, das umzusetzen. Und die die Stamina haben, mit all den Widerständen, die dann auf sie zukommen, zu arbeiten. Denn das bedeutet, dass wir Schule neu denken müssen. Dass wir aus der Komfort- und Bequemlichkeitszone meines Dienstes aus Vorschrift raus müssen. Und das wollen viele auch nicht.